erhöhen jetzt so ein bisschen die Taktfrequenz sozusagen. Wir haben jetzt eine ganz schöne Sache, auf die ich mich auch persönlich sehr freue, nämlich 4 kurze Vorträge direkt aus der Praxis, also Praxisbeispiele, wie irgendwas implementiert wurde, gemacht wurde und ja, ob es funktioniert hat oder auch nicht. Wir fangen an mit Markus Grewe. Hallo. Wenn Dinge funktionieren, wie hast du gesagt? Sachen, die funktionieren, machen mich glücklich, so hat er es gesagt. Genau. Mir geht es genauso, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ob das jetzt bei dir funktioniert, wirst du uns gleich selber mitteilen. Er ist hier aus dem Haus, kennt sich sozusagen gut aus bei Kochen und Partner. Und ja, bin gespannt, was du uns zu erzählen hast. Danke. Vielen Dank. Ja, als in meinem Fall Martina mich vor einigen Wochen gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, für den Webfront Day ein Thema vorzubereiten, ist mir tatsächlich sofort eins eingefallen, das mich schon lange umtreibt und wo ich schon lange denke, dass man an der Stelle mal ein bisschen was tun müsste. Ich war mir dann allerdings zunächst nicht sicher, ob das wirklich auf eine Veranstaltung wie diese hier wirklich gut passt, weil sich mein Thema praktisch nur teilweise mit dem Thema Webfonts beschäftigt. Ich habe mir als Thema rausgesucht, den Umgang mit Icons im Web näher zu untersuchen und darüber einen Vortrag zu halten. Und ich habe dann erst später festgestellt, dass der Webfront Day auch ein Motto hat namens Type Goes Interface und dachte mir, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Also insofern bin ich ganz zuversichtlich, dass das hierher gehört. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, einen Überblick herzustellen über die Thematik Icons durch Webfonts zu realisieren mit einer Reihe von Fragestellungen. Und beginnen möchte ich tatsächlich mit der Fragestellung, warum man sich gerade jetzt eigentlich mit diesem Thema Icon-Darstellung auseinandersetzen sollte. Hintergrund ist, wir haben es an verschiedenen Stellen heute schon gehört und das spielt immer mal wieder eine Rolle, dass sich im Jahr 2012 eine ganze Menge eigentlich verändert hat, was jetzt mit Display-Technologien zu tun hat. Und tatsächlich könnte es sein, dass 2012 irgendwie so als das Umbruchjahr in die Geschichte eingeht. 2012 sind jede Menge Geräte auf den Markt gekommen, von denen man in 2011 noch gesagt hat, dass es so eigentlich nicht möglich ist. Das iPad 3, da gab es tatsächlich Berichte noch in 2011, dass es eine Auflösung in 10 Zoll so nicht geben kann und wird. Und tatsächlich schon ein Jahr später wurde das wieder eingestellt. Aktuell ist es so, dass sich Google praktisch die PPI-Krone erobert hat im Bereich der Tablets. Wir haben jetzt ein 10-Zoll-Tablet, das Google Nexus 10 mit 300 PPI, was im Prinzip die größte Auflösung ist, die man in dieser Display-Diagonale erwarten kann. Für den Bereich Schrift ist das schon lange Zeit natürlich als Thema erkannt worden und deswegen gibt es jetzt sowas wie den Webfront Day im dritten Jahr. Tatsächlich gibt es aber für den Bereich Icons da noch keine adäquate Lösung. Zumindest wenn man sich die aktuellen Websites so ansieht, stellt man fest, dass es noch nicht sehr häufig eine Rolle spielt. Ein paar schöne Beispiele gibt es auf der Apple-Webseite selbst. Ich habe das vorhin mal ausprobiert. Ich glaube, so circa bis zur 8. Reihe im Auditorium wird man die Unterschiede erkennen können. Auf einem Retina-Display werden Schriften gestochen scharf dargestellt, relativ egal, wie nah man auch hingeht. Auf einem Display der vorhergehenden Generation pixelt das alles sehr stark auf. Das ist für Schrift, wie gesagt, schon lange bekannt. Und auch die Beispiele, die es da zum Netz zu finden gibt, sind natürlich immer auch sehr, sehr stark schriftorientiert. Tatsächlich gilt es aber ganz genauso im Prinzip für die anderen Elemente des User Interfaces. Und auch hierzu gibt es eben entsprechende Beispiele auf den Seiten. Anders als bei der Schrift gibt es allerdings noch ganz wenig Praxisbeispiele, wie das Problem tatsächlich auch zu lösen ist. Im Prinzip könnte man sagen, jetzt ist es geschafft, die Retina-Auflösung oder ähnliche Auflösungen haben sich soweit durchgesetzt. Wir haben jetzt im Prinzip eine neue Auflösung, auf die wir hin optimieren können und damit ist das Thema eigentlich auch wieder vom Tisch. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn wir uns die Frage stellen, was als nächstes auf uns zukommen wird, diese Frage heute nicht sicher beantwortet werden kann und wir weiterhin eigentlich in der Situation sind, dass wir uns auf neue Gegebenheiten einrichten müssen. In vorangegangenen Vorträgen war das immer mal wieder schon
Test. Besser. Ich glaube, die Batterie dürfte leer sein. Genau, also in den vorangegangenen Vorträgen hat es schon jeweils eine Rolle gespielt. Wir wissen einfach nicht, welche Auflösungen als nächstes zu berücksichtigen sind oder auch welche Endgeräte zu berücksichtigen sind. Jetzt ist es so, dass als nächstes praktisch Geräte zu erwarten sind, die beispielsweise eine ganz andere Display-Diagonale haben, als jetzt der Trend irgendwie zu, also die Fragestellung 7 Zoll oder 10 Zoll. Die nächsten Displays werden in der Größenordnung jenseits von vielleicht 80 Zoll liegen und aber wiederum mit Auflösungen daherkommen, die der vierfachen Auflösung von Full HD entsprechen. Einfach darum, damit man auf den Fernsehgeräten auch sowas wie 3D-Technologie ohne Brille abbilden kann. Solche Geräte werden wiederum auch Interfaces haben und dementsprechend ist es wiederum erforderlich, dass man sich damit auseinandersetzt, wie man diese Interfaces entsprechend konstruiert und gestaltet. Nun, bei dem Thema Icons ist es die ganzen letzten Jahre immer so gewesen, dass es dafür im Wesentlichen eine Lösung gegeben hat. Das ist das Thema Bitmaps. Icons wurden in den vergangenen Jahren generell per Bitmap gelöst mit verschiedenen Formaten, die alle ihre Vor- und Nachteile hatten und verschiedene Limitationen hatten. Und es gab dann noch die Möglichkeit, mithilfe von beispielsweise CSS-Sprites diese Grafiken zusammenzufassen, um sie von der Ladezeit ein bisschen zu optimieren. Im Ergebnis ist Stand der Technik heute, dass zum Beispiel im Bereich der App-Entwicklung das dann so aussieht, dass man eben für Android verschiedenste Grafiken ablegt in verschiedenen Verzeichnissen, die mit unterschiedlichen DPI-Zahlen operieren. Oder gleiches Spiel im Prinzip bei Apple in der iOS-Entwicklung, wo man verschiedene Grafiken für immer den gleichen Output sozusagen erzeugt. Bei Apple durchaus auch nochmal ein bisschen komplexer und auch ein Stückchen absurder. Wenn man sich solche Beispiele anschaut hier wird das Application-Icon in 29x29 Pixeln, aber bei doppelter Größe, also sprich 58 Pixeln, abgelegt und damit ein Pixel größer als dieses hier. Also das heißt, Bilder sind eigentlich eine ganz schlechte Lösung für so etwas und damit kämpfen wir die ganze Zeit schon rum. Wenn man sich jetzt Websites anschaut, dann stellt man fest, dass das Problem Schrift eben wie gesagt gelöst ist im Prinzip durch das durch Webfonts, die zugehörigen Icons aber meistens noch auf eine andere Art und Weise integriert werden. Das sind jetzt mal drei Beispiele von Websites, die sicherlich recht namhaft sind und groß sind, die ganz eindeutig zeigen, dass sie mit Schrift gut umgehen können, aber was die Icons angeht, ein massives Problem haben. Und wie die Indra schon sagte, es ist eben auf dem iPhone oder auf dem Tablet einfach wahnsinnig bequem, dass man mit einem Doppeltap in die Seite reinzoomt und der entsprechende Ausschnitt wirklich größer wird und lesbar wird. Heißt aber auch, alles, was diesen Text umgibt, wird auch ebenfalls größer und sieht dann entsprechend ebenso aus. Diese Beispiele sind in Wirklichkeit gezoomt. Dementsprechend als Alternativlösung oder als Durchbruch sozusagen das Thema Vektoren als Gegenpunkt zu den Bildern. Vektoren gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Es gab eine ganze lange Zeit den Versuch im Prinzip mit proprietären Vektorformaten der Sache Herr zu werden. Tatsächlich auch für den Schrifteinsatz wurde eine Zeit lang ja mit Flash rumexperimentiert und auch andere Techniken wie beispielsweise SVG wurden eingesetzt, um Vektoren im Netz abbilden zu können. Heute sind wir natürlich auf dem Webfont Day und deswegen beschäftige ich mich jetzt hier an der Stelle ausschließlich mit dem Thema Webfonts. Allerdings auch vor dem Hintergrund, dass Webfonts eine Reihe von Vorteilen haben gegenüber den anderen beiden genannten Formaten. Gegenüber dem Flash-Format ist der Vorteil von Webfonts sicherlich, dass es einfach kein Plugin benötigt, dementsprechend auch auf sowas wie einem iPhone einsetzbar ist. Und gegenüber dem SVG-Format hat es den Vorteil, dass es auch plattformübergreifend tatsächlich Lösungen gibt mittlerweile. Für SVG besteht nach wie vor die Einschränkung oder zumindest bestand diese Einschränkung bis vor kurzem noch, dass es für den Internet Explorer nicht praktikabel ist und dementsprechend hier ebenfalls ein Problem vorliegt. Ein weiterer Vorteil von Webfonts, gerade im Icon-Einsatz, ist, dass es vom Prinzip her einfach dafür gemacht ist, in einer Datei mehrere Glyphen abzubilden
Und das natürlich tatsächlich auch ein echter Vorteil ist, wenn man sich vorstellt, dass man bei Grafiken beispielsweise mit CSS-Sprites verhältnismäßig aufwendige Methoden an den Tag legen muss, um mehrere Zeichen, mehrere Formen in eine Datei zu bringen. Und das bei Webfonts natürlich in der Natur der Sache liegt, dass das von vornherein funktioniert. Ich habe keine Folie gemacht zum Thema Nachteile von Webfonts. Die gibt es tatsächlich auch. Sie seien einfach nur kurz genannt. Mit Webfonts ist es nicht möglich, mehrfarbige Icons darzustellen. Ich wollte eigentlich bei den Beispielen von schlechten Icons anfangen mit einer Facebook-Seite, weil Facebook doch am Seitenrand so eine ganze Reihe von Icons hat. Dafür wären jetzt Webfonts tatsächlich eher ungeeignet, weil diese Icons farbig sind, und also mehrfarbig. Und das wäre etwas, was zumindest nach aktuellem Stand mit Webfonts nicht oder nur sehr ungenügend abgebildet werden kann. Webfonts sind von der Art und Weise her ja in allererster Linie eine Form. Und das heißt, der nächste Schritt neben der eigentlichen Form ist, dass man diese Form natürlich auch in irgendeiner Form mit einem Erscheinungsbild versieht. Und da ist die Zeit auch gerade sehr günstig. Wir haben nämlich mit HTML5 und den zugehörigen Mechanismen wie CSS3 jede Menge Möglichkeiten, diese Icons auch entsprechend zu formatieren. Also das heißt, dieser Form, die der Vektor an sich definiert, eine gewisse Gestalt zu geben. Ich habe da ein kleines Beispiel mitgebracht, das wahrscheinlich im Ergebnis dann irgendwie jeder kennt. Hier haben wir so eine RSS-Glyphe mal angefangen zu formatieren. Zunächst mal mit einer Reihe von CSS-Eigenschaften, um dem Ganzen eine Fläche zu geben, die dann auch über abgerundete Formen verfügt. Im nächsten Schritt dann um einen Hintergrund erweitert, der mit einem in dem Fall radialen Verlauf ausgestattet ist. Und zu guter Letzt haben wir noch ein paar Texteffekte eingebaut, um praktisch dieses Erscheinungsbild insgesamt aufzuwerten. Auf diese Weise ist es eben möglich, das, was man bisher nur als Grafik abbilden konnte, tatsächlich also eine komplexe Komposition als Icon zu realisieren. Wenn man noch ein bisschen mehr Mühe sich geben möchte, kann man auch noch so ein paar Glare-Effekte oder sowas mit drüberlegen, um ein bisschen Zuckerguss drauf zu streuen. Ein Thema, das bei der Realisation von Icons als Webfonts gerne falsch gemacht wird, ist das Thema Integration. Das liegt auch daran, dass die Webfonts, die es zum Teil für Icons gibt, teilweise schlecht vorbereitet sind, das muss man tatsächlich so sagen. Und das liegt auch daran, dass die Tutorials, die sich dazu im Netz finden, von sehr unterschiedlicher Qualität sind. Man liest tatsächlich ganz häufig sowas hier als Musteranleitung, wie man Icons darstellt, und hat damit gleich praktisch mehrere Probleme, was ich gleich zeigen werde. Das schlimmste Problem an dieser Stelle ist, dass man hier praktisch zusätzlichen Content erzeugt, in dem Fall ein R, wahrscheinlich wird das R auch ein RSS-Icon, genau. Und das Problem dabei ist, dass sowas wie ein Screenreader, so ein Vorleseprogramm, wie der Tim vorhin es genannt hat, dieses R auch potenziell vorliest und damit natürlich ein Inhalt auf der Seite entsteht, der eigentlich dort nichts zu suchen hat. Das heißt, damit bringt man den Screenreader aus dem Konzept und man stelle sich eine Seite vor, die über mehrere Icons verfügt und die der Screenreader dann vorzulesen versucht mit R und so weiter. Das ist möglicherweise nicht ganz so toll. Die Zielsetzung bei der Integration ist dreigeteilt. Zunächst mal müsste es so sein, dass man es möglichst generisch in die Seiten einbindet. Das heißt, diesen Class Bloat, den man oftmals feststellt, vermeidet. Class Bloat meint im Prinzip, wie in diesem Beispiel, ein Icon, eine Klasse. Wenn man 70 Icons hat, muss man 70 Klassen definieren und dann entsprechend mit dieser Syntax hier 70 mal 5 Zeilen in das CSS integrieren. Class Bloat ist zu vermeiden. Das nächste ist, dass man möglichst wenig semantischen Overhead integrieren möchte. Das heißt, der HTML-Code soll möglichst schlank bleiben und es sollen wenig zusätzliche Elemente in das Markup integriert werden. Und der dritte Part ist eben dann, dass es Screenreader-freundlich sein soll. Wie gesagt, in diesem Beispiel hier ist es leider so, dass der Screenreader anfangen wird, die Buchstaben oder die Icons vorzulesen. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders. Wie geht's also richtig? Die Lösung ist, das Ganze mit verschiedensten Technologien zu kombinieren von der Einbindung. Also nehmen wir an, wir wollen als Beispiel ein Icon platzieren auf einer Seite.
dann reicht eine einzeilige HTML-Anweisung mit einem Span-Tag aus, um die zu integrieren. Und auch ein paar wenige Zeilen CSS reichen aus, um das entsprechend zu formatieren. Was ist jetzt an diesem Code anders? Dieser Code verwendet zunächst mal ein eigenes Markup, um das Icon zu erzeugen. Also sprich, es wird ein eigener Tag verwendet. Dieser Span-Tag sorgt dafür, dass ein zusätzliches Element im DOM landet. Und dieses ist auch tatsächlich notwendig, weil es ist erforderlich, dass wir dem Screenreader mitteilen können, auf eine semantisch korrekte Art und Weise, dass es diesen Bestandteil nicht vorlesen darf. Und das passiert mit diesem Area-Hidden-Attribut, das praktisch eine Barrierefreiheit garantieren soll oder unterstützen soll, dadurch, dass man dem Screenreader aktiv mitteilt, dass es nicht vorzulesen ist. Der zweite Bestandteil ist, dass der Inhalt tatsächlich, das ist die falsche Version, okay, der Inhalt dieses Icons an sich über den Pseudo-Selector before erzeugt wird, ähnlich wie wir das in dem eigentlich schlechten Beispiel gesehen haben, aber dieser Inhalt über das Data-Attribut an dieser Stelle kodiert wird. Das heißt, tatsächlich, es wird kein, also der Inhalt selbst steht nicht im CSS drin und kann entsprechend nicht vorgelesen werden, sondern er wird aus dem Data-Attribut ausgelesen. Das hat auch gleichzeitig noch die Folge, dass das CSS dazu generisch angelegt sein kann. Das heißt, mir reichen tatsächlich für beliebig viele verschiedene unterschiedliche Icons immer die gleichen 5 Zeilen. Ich beziehe mich in meiner Content-Definition einfach auf dieses Data-Attribut und sorge dann dafür, dass es entsprechend ausgegeben wird. Der letzte Trick, der hier noch angewendet wird, ist, dass der Charakter selbst nicht wie in dem Beispiel von dem Tutorial als der Buchstabe R kodiert ist, sondern mit dem Zeichen I1006. I1006 hier ist eine ganz besondere Stelle in der Unicode-Kodierung. Das nennt sich die Private Use Area. Und die Private Use Area ist exakt dafür definiert, dass man eben eigene Zeichen, die nicht alphabetischer Natur sind, mit im Font unterbringen kann. Und damit ist praktisch nochmals sichergestellt, dass der Screenreader nicht in die Versuchung gerät, das als irgendeinen Laut vorzulesen, weil es letztlich für die Private Use Area keinen Laut geben kann. In diesem Bereich bei E1000 ist Platz für 64.000 Zeichen. Das sollte im Prinzip ausreichen, 6.400 Zeichen, das sollte im Prinzip ausreichen, um ausreichend viele Icons unterbringen zu können. Mein Bruder. Okay, danke. Nächster Teil, den ich gerne vorstellen möchte, ist, wie kommt man jetzt an solche Icon-Fonts ran? Ich muss es an der Stelle ein klein bisschen, glaube ich, beschleunigen und werde die Beispiele daher nur ganz kurz vorstellen. Generell ist es so, für Icon-Fonts gibt es jede Menge guter Quellen, sowohl kostenpflichtige als auch kostenfreie Quellen sind im Netz verfügbar. Diese sind natürlich qualitativ unterschiedlich. Zwei, die ich mir exemplarisch rausgegriffen habe, finde ich an der Stelle ganz gut. Das eine habe ich hier vorhin auch schon mal kurz in einem Gespräch gehört, ist anscheinend bekannter. Es ist SymbolSet. SymbolSet ist deswegen aus meiner Sicht eine besonders gute Quelle für Icons, weil sie eben genau auf diese drei Aspekte, Zugänglichkeit, semantische Korrektheit und Leichtgewichtigkeit, besonders viel Wert legen. Und man merkt an der Auswahl der Icons, die sie anbieten, dass sie sehr wohl wissen, dass auch ein Icon-Font im Prinzip oder ein Web-Font generell nicht zwangsläufig in jeder Auflösung gleich gut aussieht. Und gerade bei Icons geben sie dann noch entsprechende Hilfestellungen, dass man beispielsweise bei diesem hier mehrfache von 28 Pixeln einsetzen soll. Das machen sie im Prinzip mit all ihren Angeboten, dass sie im Prinzip so ein bisschen Integrationsanleitung oder Hilfestellung mitgeben. Die Preise bewegen sich da zwischen 50 und 60 Dollar, was tatsächlich auch eher ein Schnäppchen ist. Das zweite Beispiel ist ein kostenfreies, das ist Font Awesome. Font Awesome ist insofern interessant, als dass es speziell dafür entworfen worden ist, mit einem populären HTML5-Framework zusammenzuarbeiten, nämlich mit dem Twitter Bootstrap. Twitter hat eine
HTML-Vorlage sozusagen veröffentlicht, die dazu dienen soll, besonders gut und schnell HTML5-Webseiten zu erzeugen, neue Auftritte zu erstellen. Und dieser Font funktioniert praktisch besonders gut mit dieser Vorlage, was dazu führt, dass die Seiten entsprechend auch mit diesem typischen Erscheinungsbild ausgestattet werden können, was jetzt die ganzen Buttons und Menüs und so weiter angeht. Weiterer Vorteil von diesem Font ist, dass er unglaublich gut dokumentiert ist und praktisch jede Menge Hilfestellungen gibt zur Integration. Auch wenn ich, wie gesagt, von dieser Art der Integration abraten würde, weil er bedeutet, für jedes Icon eine eigene Klasse zu definieren. Zu guter Letzt, wenn das praktisch auch nicht reicht, also wenn die im Netz verfügbaren Quellen an Icons nicht ausreichen, kommt man zur nächsten Fragestellung und das ist dann die Erstellung von eigenen Icon-Fonts. Da ist es zunächst mal so, dass es sicherlich ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, an Icons ranzukommen oder Icons zu erzeugen, die auch unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Und deswegen, dass hier auch tatsächlich nur ein Beispiel sein kann, wie das funktionieren könnte. Eine Möglichkeit ist eben zunächst mal ganz normal, seine Vektoren zu entwerfen, sei es jetzt sowas, mit sowas wie Illustrator auf klassischem Weg oder wenn man dann schon das Thema Schrift im Sinn hat mit FontLab. Und dann letztlich zur Konvertierung eben, also durch Konvertierung zu dem Webfont zu kommen. Die Konvertierung selbst kann wiederum erfordern, dass man irgendwelche Zwischenformate benötigt. Im Fall, den ich jetzt gleich zeige, ist es so, dass man mit dem SVG-Format die Möglichkeit hat, einen Online-Konverter zu benutzen, um praktisch eine eigene Glyphe praktisch in den Webfont zu überführen. Das Verfahren, das ich dafür gewählt habe, ist zunächst mal tatsächlich mit Adobe Illustrator einfache Icons zu erzeugen, beziehungsweise, wie man rechts sieht, zu modifizieren und diese dann in einem Tool online praktisch von dem SVG-Format zu konvertieren in einen Webfont. Das Tool, das ich dafür verwendet habe, ist iComoon. iComoon ist eine unglaublich mächtige HTML5-Anwendung, genau für diesen Zweck. Die tut mehrere Dinge, also neben dem, dass sie eigene SVG-Dateien praktisch hochladen lässt, enthält sie auch eine ganze Menge Repositories an bestehenden Icons, die auch hochqualitativ sind. Es sind ein paar hundert Stück dabei, die schon mal das Standardset an Anforderungen sicherlich abdecken sollten. Neben diesen vorgelieferten kann man eben eigene Icons auch mit integrieren. Man kann sogar ein paar kleinere Korrekturen an diesen Icons direkt online noch vornehmen, also beispielsweise sowas wie Ausrichtung und sehen, ob die auch an der richtigen Stelle integriert sind. Und dann kann man zu guter Letzt noch eine Reihe von Eigenschaften festlegen, was dieser neue Font letztlich haben soll, also wie er heißen soll beispielsweise, ob es irgendwelche CSS-Prefixes geben soll und wie das Mapping ist. iComoon verwendet standardmäßig auch ein Mapping in die Private Use Area von einem Unicode, das heißt, eine barrierefreie Integration ist auch möglich. Was dann am Schluss rauskommt, ist eine HTML-Seite als Musterseite zusammen mit dem Webfont in verschiedensten Formaten, wie man das von einem Webfont eben gewohnt ist. Es gibt ein bisschen JavaScript für die Integration für Internet Explorer kleiner als 7, für diese Pseudoselektoren. Und es gibt auch ganz wichtig eine Lizenzsammlung für alle eingesetzten Schriften, sodass man auch nochmal nachlesen kann, welche Lizenzen man alle verwendet letztlich. Und auf die Weise hat man dann im Prinzip eine wunderbare Übersicht und gleich einen Startpunkt, wo man loslegen kann. Nebenbei, die so erzeugte Schrift lässt sich natürlich auch lokal installieren, ganz einfach, weil es auch als TrueType-Font oder ähnliches eben vorliegt und damit auch in Photoshop beispielsweise damit theoretisch designt werden kann. Zum Abschluss möchte ich noch kurz jetzt eben ein Projekt aus der Praxis tatsächlich vorstellen. Das ist ein laufendes Projekt bei uns, bei dem wir gerade dabei sind, einen Proof of Concept zu entwickeln, wie die Icon-Fonts tatsächlich funktionieren können im Alltagsbereich sozusagen. Wir haben dazu ein Projekt rausgegriffen, das sich besonders gut eignet, weil es eine Anwendung letztlich ist. Wir unter dem Decknamen Maui entsteht bei uns gerade ein Handelsextranet für den Kunden Mobilcom Debitel. Und dieses System ist eben unglaublich eben anwendungsorientiert und werkzeuglastig und deswegen kommen da wahnsinnig viele Icons drin vor. Die Zielgruppe dieses Tools ist sehr, sehr heterogen. Über 1000 Vertriebspartner nutzen das und haben deswegen natürlich eine sehr, sehr unterschiedliche Ausstattung. Eine Seite, typisch
in diesem System sieht so aus. Und hier sieht man im Prinzip, dass wir eben vor der Herausforderung gestanden sind, hier sehr, sehr viele Icons tatsächlich einzusetzen. Wir haben für die Realisation zunächst mal den klassischen Weg jetzt gewählt und haben dazu einen CSS-Sprite angelegt, der diese Icons zusammenfasst. Es sind 74 Icons in diesem Sprite mit einem Ausmaßen von 20x20 Pixeln und darüber hinaus noch eine ganze Reihe von weiteren Icons, die alle als Einzeldateien vorliegen. Ich glaube, auch das lässt sich ungefähr bis zur achten Reihe im Publikum sehen, der Unterschied. Was wir jetzt hier sehen, ist die Seite, die mit der oberen Zeile auf klassischem Wege daherkommt und in der zweiten Zeile mit dann den Icon-Fonts. Ich habe das nochmal in größer da. Ups. So. Und der Qualitätsunterschied ist tatsächlich absolut frappierend. Es ist so, dieses Icon und dieses Icon ist jetzt beides hier ganz normal auf einem PC angeschaut, mit einer Standardauflösung. Ich glaube, etwa so bis zur achten Reihe wird man den Qualitätsunterschied deutlich sehen können. Das trifft auf die anderen Elemente genauso zu. Wir haben uns das dann auch noch auf dem iPad angeschaut, also Retina-iPad. Aber im Prinzip gleicher Effekt, fast noch ein klein bisschen, ein Ticken schärfer. Also das heißt von der Darstellung her ein enormer Gewinn und tatsächlich eine wesentlich optimierte Version, gerade jetzt, wenn ich eben sowas mache, dass ich in die Seite reinscrolle, reinzoome. Das ist aber tatsächlich nicht der einzige Vorteil, dass es auf diese Weise zu einer qualitativ hochwertigeren Darstellung kommt. Der zweite Vorteil ist im Prinzip in ähnlicher Größenordnung zu sehen. Diese 74 Icons haben ein Gewicht von 60 Kilo. Die Einzeldateien noch dazu gerechnet werden noch weitere 136 Kilobyte für diese ganzen Grafiken. Selbst wenn wir die jetzt noch in einen CSS-Sprite überführen würden, würden sie dadurch von der Dateigröße auch nicht relevant viel kleiner. Der Icon-Font, den wir jetzt eingesetzt haben, hat je nach unterschiedlichem Format, und es werden ja nicht alle Formate ausgeliefert, 14 bis 24 Kilobyte in Summe, Ende. Wir haben dann noch 320 Byte CSS, aber das ist tatsächlich vernachlässigbar. Das heißt, im Prinzip durch den Einsatz von dem Icon-Font ist es so, dass wir ein wesentlich qualitativ hochwertigeres Ergebnis haben und gleichzeitig eine Ersparnis von den Dateigrößen von knapp 90%, was tatsächlich sensationell ist. Insofern werden wir es sicherlich umstellen komplett umstellen, diesen Proof of Concept auf das Gesamtprojekt. Und für alle kommenden Projekte, glaube ich, ist das der Weg der Wahl, wie wir mit dem Thema Icons in der Zukunft umgehen werden. Vielen Dank. Danke, Markus.